Tiger in der Nacht. Einstmals vor langer Zeit gab es in der Nähe der Stadt Chiang Mai bei einem Walddorf einen kleinen Tempel. In diesem Tempel lebte ein alter Mönch, erfahren in den magischen Wissenschaften. Dieser Mönch hatte die Kunst erlernt, sich in einen Tiger zu verwandeln. Wenn es Abend wurde, gab es in jenem Dorfe niemanden, der es wagte, aus dem Hause zu gehen, denn alle fürchteten sich vor dem Tiger. Es war ein großer Tiger, der sie so in Schrecken setzte. Die Wahrheit jedoch ist, dass dieser Tiger niemand anderer war als jener Mönch selbst, der sich verwandelte, sobald es dunkel wurde. So befahl es ihm seine Zauberkunst. Einmal kamen Kuhhändler und zogen mit ihrer Herde an jenem Dorfe vorbei. Es war schon spät und sie wussten von dem Tiger nichts. Darum blieben sie da und schlugen ihr Lager in der Nähe des Tempels auf. In der Nacht weckte sie plötzlich ein großes Gebrüll auf, und als sie sich nachsehen ging, was geschehen war, da sahen sie, dass ein Tiger eine Anzahl ihrer besten Kühe totgebissen hatte. Sie stellten nun Wachen aus, die verhindern sollten, dass der Tiger in der Nacht noch einmal wiederkäme. Beim ersten Morgenstrahl trieben sie ihre Herde weiter. Die Geschichte von den Kühen, die ein Tiger dort am Tempel gerissen hatte, verbreitete sich schnell. Jedermann wusste nun Bescheid, und wen sein Weg durch das Dorf führte, der machte, dass er weiterkam und rastete nicht, wenn es nicht wirklich notwendig war. Eines Tages kam wieder Rinderhändler vorbei. In ihrer Herde war ein paar Kühe, die hinkten, weil ihnen die Füße schmerzten. Darum blieben die Kuhhirten nichts übrig, als dort zu rasten und ihr Lager aufzuschlagen. Der Führer der Kaufleute befahl ihnen, die Kühe an der Seite des Tempels zusammenzutreiben. Dann kochten sie den Reis ab. Als sie bei der Vorbereitung ihres Abendbrotes waren, kam der Mönch zu ihnen. Er fragte: »Woher kommt ihr? Fürchtet ihr den Tiger nicht?« Die Kaufleute da antworteten: »Wir fürchten ihn wohl, aber was sollen wir tun? Viele unserer Kühe können vor Schmerzen nicht mehr laufen. Darum hilft es nichts. Wir müssen hier bleiben. Erst morgen früh, beim Morgengrauen, werden wir weiterziehen.« Der Mönch wusste genug und kehrte in seine Zelle zurück, die im Rufweite vom Lager der Kaufleute stand. Die Kaufleute steckten den Lagerplatz ab, banden ihre Kühe an ein paar Pfosten fest und entzündeten das Lagerfeuer. Dann setzten sie sich hin, um zu plaudern. Der Mönch rief von seiner Zelle zu den Kaufleuten hinüber, sie sollten doch kommen und sich ein wenig zu ihm setzen. Aber die Kaufleute gingen nicht, denn ihre Arbeit, sagten sie, sei noch nicht beendet. Als die Nacht gekommen war und die Kaufleute müde wurden, lehnten sie sich zurück, um zu schlafen. Da ertönte die Stimme des Mönches zum zweiten Mal und er fragte, ob sie schon schliefen oder noch nicht. Die Kaufleute riefen: »Noch nicht!« Danach befahl ihnen ihr Führer zu schlafen. Er selbst nahm nun eine Anzahl Bambusmatten und knüpfte daraus Nachbildungen großer Wasserbüffel. Denn wegen der Fragen des Mönches hatte er Verdacht geschöpft. Als er mit seinem Werk zufrieden war, setzte er sich nieder und begann leise die Beschwörungsformeln zu singen, denn er wollte die Büffel aus Bambusmatten beleben, damit sie seine Kühe beschützen. Der Zauber gelang. Tief in der Nacht war es schon. Die Dorfbewohner alle schliefen in ihren Hütten und die Feuer waren überall verglommen. Da rief der Mönch zum dritten Mal und fragte, ob die Kaufleute endlich schliefen. Der Führer antwortete nicht, sondern fuhr leise mit seiner Beschwörung fort. Stille war eingekehrt in der Natur. Die Grillen, die so laut gezirpt hatten, waren zur Ruhe gegangen. Ein kühlender Hauch fächelte lautlos die Palmwedel. Da knackte es im Gebüsch, man hörte schleichend Tritte und den fauchenden Atem eines Tieres. Als das Geräusch ganz nah herangekommen war, unterbrach der Kaufmann, der als einziger im Lager noch wachte, seine geflüsterten Formeln.
klatschte laut in die Hände und rief schallend über das Lager hin: »Au, au, au!« Sofort hörte man eine Herde von mächtigen Büffeln stampfend herantraben, um den Tiger von allen Seiten mit ihren gespitzten Hörnern zu durchbohren. Der Tiger war umzingelt, der Kampf war kurz. Brüllend vor Schmerz, aus unzähligen Wunden blutend, gelang es ihm, den Büffeln zu entkommen. Am nächsten Morgen trieben die Kuhhändler ihre Herde am Dorfe vorbei von dannen. Wie gewöhnlich brachten die Bauern dem Mönch ihre Speiseopfer zu seiner Zelle. Sie sahen, dass die Tür verschlossen war. Sie brachen sie auf. Da lag der Mönch in seinem Blut vor ihnen, und sein Herz war gebrochen.